super coolen Video. Das habe ich, glaube ich, letztes Video auch schon gesagt. Ihr habt es schon gelesen und wahrscheinlich deswegen auf dieses Video geklickt. Es gibt Tipps gegen Langeweile. Diese Serie habe ich länger nicht fortgeführt. Ich habe aber schon einige Videos zu diesem Thema gemacht. Die verlinke ich euch alle super gerne in der Infobox. Da könnt ihr dann nochmal vorbeischauen, falls ihr noch mehr Tipps braucht. Und ich muss echt sagen, mir hat es während des Videos so viel Spaß gemacht, weil ich selber voll so das Gefühl hatte, ich bin voll kreativ und habe so voll Spaß, was Neues auszuprobieren. Deswegen hoffe ich sehr, das Video gefällt euch auch. Und ihr sagt mir am Ende dieses Videos, dass ihr es cool findet und ich noch mehr solche Videos machen soll. Wenn ihr mich kennt und meine Videos, dann wisst ihr, ihr findet hier wieder eine bunte Mischung aus einem Rezept, einem DIY, einer Idee. Ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung. Und dann starten wir auch direkt. Also, let's go! Wer kennt das nicht? Man hat Klamotten im Schrank, die man selten anzieht, die irgendwie langweilig sind. Und ich habe diesen rosa Pulli in rosa und in weiß. Und ich trage den in weiß relativ oft, aber in rosa irgendwie nicht so oft. Ich finde ihn irgendwie ein bisschen langweilig. Und deswegen dachte ich mir, ich pimpe den so ein bisschen auf. Ich habe mir bei Amazon hier diese Aufbügel-Patches bestellt. Da sind ganz, ganz viele dabei. Ich kann euch das Set mal unten verlinken. Das war auch super günstig. Da sind echt süße Motive dabei. Und ich habe erstmal so ein bisschen geguckt, was überhaupt dazu passt. Bin aber relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass irgendwie zu dem rosa Pulli nichts so gut passte, weil ich mich in diese Sonnenblume einfach so sehr verliebt habe und habe mich dann doch entschieden, einfach den weißen Pulli zu nehmen, den ich ja eh so ein bisschen öfter trage. Aber da mir das Ergebnis nachher so gut gefällt, vielleicht mache ich mit dem rosanen doch noch irgendwas. Auf jeden Fall platziere ich dann erstmal meine Sonnenblumen so, wie ich das gerne hätte und schaue, dass das für mich so passt. Und dann müsst ihr es, wie gesagt, eigentlich aufbügeln, aber ganz ehrlich, ein Glätteisen funktioniert auch. Ihr müsst halt das nur ganz, ganz vorsichtig machen und am besten verbrennt ihr euch nicht die Finger dabei, aber eigentlich ist das, wie gesagt, nicht sehr schwer. Und das hält auch relativ schnell und hält dann auch Waschen aus, also das ist kein Problem. Und was Ähnliches habe ich auch mit meiner Jeansjacke gemacht. Die ist super schlicht und ich hatte mal in einem PR-Paket diese Patches, da sind aber so Sicherheitsnadeln dran. Also die muss man nicht irgendwie aufbügeln oder so. Das heißt, man kann die auch easy wieder abmachen. Und dann dachte ich mir, die sind eigentlich ganz cool, passen so zum Sommer. Und das mache ich jetzt einfach mal, probiere es mal aus, ob mir der Look gefällt. Und ich habe die dann einfach da oben so ein bisschen an den Schultern platziert, weil mir das so am besten gefallen hat. Und ja, das ist auch schon das Endergebnis. Mir gefällt es so, so gut. Gerade der Pulli ist einfach irgendwie komplett wie neu. Also es sieht ganz anders aus und irgendwie total süß. Und man kann es einfach so machen, wie man es gerne hätte. Also falls es irgendwas gibt, was ihr unbedingt mal haben wolltet, aber das nicht gefunden habt, dann kauft euch irgendwas Schlichtes. Geht natürlich auch mit T-Shirts oder mit anderen Sachen. Und ja, bügelt es auf oder ihr findet so Patches mit so Sicherheitsnadeln dran, dann kann man es sogar immer wieder abmachen. Richtig cool, aus alt macht neu und das macht richtig Spaß, wenn man sich super kreativ ausleben kann. Und dann hat man auch Teile im Kleiderschrank, die definitiv kein anderer hat. Ja, wessen Schminktisch sieht auch manchmal so aus? Oh, gerade wenn ich mich morgens schminke, dann lasse ich manchmal alles so liegen und ich hasse das. Und wenn mir langweilig ist, muss ich wirklich sagen, ich fühle mich danach so besser, wenn ich aufgeräumt habe. Genauso wie wenn ich irgendwie nach Schmuck suche, dann sieht es auch mal chaotisch aus. Und nach dieser Aufbewahrung hier in Gold haben schon ein paar gefragt auf Instagram. Ich verlinke euch das super gerne unten. Habe ich mir ganz neu selber bei Amazon bestellt, weil es einfach perfekt zu meiner Schmuckaufbewahrung und zu meinem Kettenaufhänger passt. Und da sortiere ich jetzt meinen täglichen Kram so ein, also meine komplette Schminke, die ich wirklich jeden Tag verwende. Da musste dieses kleine Acrylteil jetzt weichen, weil es einfach ein bisschen zu klein ist. Das werde ich vielleicht fürs Badezimmer oder so benutzen, dann passt das auf jeden Fall auch. Und das sieht einfach so viel übersichtlicher aus und man kann immer mal Sachen austauschen, dass man auch seine ganzen anderen Sachen mal benutzt und hat einfach einen viel besseren Überblick. Und genauso geht es mir auch mit Schmuck. Ich brauche da einen Überblick und ich liebe es, täglich mit Schmuck mein Outfit irgendwie zu kombinieren. Und ihr wisst ja, ich habe meinen ganzen Schmuck, meine ganzen Ketten, die ich hier gerade wieder aufhänge, von Purelay. Ich liebe die Marke wirklich, weil die einfach tollen Schmuck machen. Die Sachen sehen super schön aus und das Tolle ist wirklich die Qualität. Also das ist alles komplett Sterling-Silber und in dem Fall hier vergoldet. Ich trage am liebsten Gold, aber es gibt alle Schmuckstücke auch in Silber und in Roségold und ihr könnt damit wirklich alles machen, duschen, schlafen, Sport machen und da läuft nichts an. Also das ist wirklich eine tolle Qualität und es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe auch ein paar neue Schmuckstücke, genauso wie einen Code. Mit meinem Code spart ihr 15% auf das gesamte Sortiment, außer auf Sale-Produkte, allerdings nur für 3 Tage. Ich blende euch das genau ein, für wie lange. Und ihr seht schon ein paar neue Schmuckstücke, die ich mir ausgesucht habe. Ich finde die so schön, hier zum Beispiel die Muschel oder auch das Armband. Ich habe mich jetzt für so ein bisschen sommerlichere Teile entschieden und man kann alles ganz toll kombinieren. Und ganz toll finde ich, dass Purelay
aktuell 5% aller Einnahmen an die Stiftung Pink Ribbon spendet. Ich finde es ganz toll, dass die so ein soziales Projekt unterstützen. Ich blende euch nochmal ein, was die so machen und wofür die stehen. Und mein Highlight ist übrigens die Sternzeichenkette. Ich bin ja Waage vom Sternzeichen und habe mir deswegen die ausgesucht. Ich finde das richtig süß. Ist auch eine ganz, ganz tolle Geschenkidee. Und ich finde, das sieht jetzt wieder richtig gut aus. Ich habe wieder einen richtig guten Überblick und da fühlt man sich direkt viel besser, dass man produktiv war und alles schön sauber und ordentlich ist. Eine Sache, die man wirklich immer machen kann, ist Fotos aufhängen. Allgemein Fotos ausdrucken. Ich drücke übrigens meine Fotos immer über die App Lalalab aus. Also das sind ganz normal meine Instagram-Bilder. Das ist jetzt nicht aus einer Polaroid-Kamera. Wenn ihr sowas aber habt, dann ist es natürlich auch okay. Und ich habe mir das ja allgemein für 2020 vorgenommen, mehr aktuelle Bilder auszudrucken. Das sind jetzt auch fast alles, nein, es sind nicht alles Bilder aus 2020, aber viele Bilder auf jeden Fall, die im letzten Jahr auch entstanden sind, also relativ aktuell. Und die einfach ja sehr schöne Erinnerungen sind. Und da dachte ich mir, hänge ich einfach mal so ein Fotoherz wieder auf. Die eignen sich wirklich perfekt dafür, weil sie eben quadratisch sind. Und ich habe mir da so eine kleine Vorlage ausgesucht bei Pinterest, wie man das anordnet, damit das Ganze am Ende auch schön aussieht. Und ihr braucht hier für dieses Herz 25 Polaroid-Bilder oder ja, Bilder allgemein. Damit sieht das dann so aus. Ich habe euch die Vorlage ja mal eingeblendet, einfach so ein Screenshotten und dann habt ihr schon eine richtig süße DIY-Idee und es macht einfach alles so ein bisschen persönlicher und bringt so ein bisschen ja, Individualität in euer Zimmer. Ich finde es richtig schön und man guckt einfach gerne hin und ja, blickt zurück auf schöne Erinnerungen. Weiter geht's mit einem DIY, was ich super cool finde, wo man wirklich alles so gestalten kann, wie man es gerne möchte. Ihr braucht dafür eine Leinwand. Achso, ich sollte vielleicht sagen, was es wird. Es wird eine Art To-Do-Listen-Board, aber auch Memory-Board. Ach, ihr werdet es sehen. Und zwar braucht ihr für, wie gesagt, eine Leinwand. Und ich habe mich dann für so Sticker entschieden. Ihr könnt natürlich aber auch draufmalen mit Stiften. Ja, eigentlich könnt ihr alles machen oder irgendwas mit Pappe bekleben. Auf jeden Fall habe ich meine Wand oder meine Liste hier mal einfach Don't Forget genannt. Ich wollte erst To-Do-Liste schreiben. Ihr seht es da unten. Ich habe mich da irgendwie dran probiert und das sah dann alles blöd aus. Habe ich das mit Edding umrandet, das sah noch blöder aus und dachte ich mir so, okay, egal, ich lasse es jetzt, das wird nachher eh übergeklebt. Und zwar habe ich mal in einem anderen DIY diese bunten Becher hier, oder das sind so ja Aufbewahrungsschachteln gewesen, mit Marmorfolie beklebt und die konnte ich jetzt wieder verwenden, denn die klebe ich dann am Ende unten da drauf, so als Stiftehalter und so. Dann hatte ich noch so Wäscheklammern, Wäscheklammern eigentlich, wo drauf steht Shoppinglist, Memo und To-Do und so eine kleine, wie nennt man das, so eine abwischbare Liste, wo man eben draufschreiben kann. Wie nennt man denn das? Whiteboard, oder? Auf jeden Fall habe ich das Ganze alles so platziert, wie ich das gut finde und das dann mit einer Heißklebepistole alles festgeklebt. Das hält dann auch sehr, sehr gut. Kann ich euch auch nur empfehlen, Heißklebepistole. Alle anderen Kleber halten da, glaube ich, nicht so gut. Sekundenkleber wird vielleicht noch gehen, aber der ist ja immer in sehr, sehr kleinen Tuben. Ja, und ich habe oben dann noch einfach so einen Wollfaden angebracht, denn da wollte ich noch so kleine Wäscheklammern dran machen, die ich auch noch hatte. Ich habe übrigens alle Materialien irgendwie von Teddy oder von Action, da müsst ihr mal gucken. Da findet ihr so ganz viele Kleinigkeiten und da könnt ihr alles so gestalten mit Stickern und Klammern und Farben, wie ihr das gern möchtet. Auch den Faden bringe ich hinten einfach an mit ein bisschen Heißkleber. Und dann könnt ihr da Stifte reintun, ihr könnt da Einkaufslisten dran klippen, Fotos, ihr könnt da was draufschreiben auf dieses Whiteboard. Ich finde, das ist so cool, weil man es einfach so gestalten kann, wie man es selber braucht oder schön findet. Und das habe ich dann einfach aufgehängt und ich finde, das sieht richtig schön aus. Und ja, kann man einfach mal machen, wenn man Langeweile hat und man ist sogar irgendwie produktiv. Was wäre es für ein Tipps gegen Langeweile-Video, wenn es kein Rezept geben würde? Ja, ihr kennt das ja schon von mir. Oft habe ich ja irgendwie so süße Rezepte gemacht. Diesmal habe ich mich für eine, ja, Mittagessen-Snack, wie auch immer, entschieden. Und zwar machen wir vegetarische oder auch vegane, das könnt ihr gerne so machen, Quesadillas. Ja, und zwar müsst ihr dafür erstmal nur ganz, ganz viel Gemüse schneiden. Ich habe mich hier für Zucchini entschieden und Paprika, genauso wie Lauchzwiebeln. Ihr könnt aber auch, um das so ein bisschen mexikanischer zu machen, Mais nehmen und auch rote Bohnen. Die hatte ich auch zu Hause und habe es natürlich vergessen. Aber so ist das manchmal. Das ist eigentlich ein cooles Essen, weil man da wirklich seine ganzen Reste verwerten kann. Und dann müsst ihr das Gemüse einfach nur anbraten in der Pfanne. Das würde ich auch schon so lange machen, bis es schön weich ist und nicht mehr so richtig bissfest, weil das schmeckt irgendwie dann am Ende einfach ein bisschen besser, wenn das so ein bisschen, ja, weicher ist. Und ihr könnt es natürlich auch so würzen, wie ihr das wollt. Vielleicht habt ihr irgendwie so eine mexikanische Mischung oder
ihr macht es einfach ganz schlicht mit Salz und Pfeffer, wie ihr das gerne mögt. Und dann gebt ihr in eine weitere Pfanne einmal die Tortilla-Wraps. Und zwar erstmal den ersten. Den lasst ihr so ein bisschen braun werden und dann kommt euer Gemüse drüber. Am besten nehmt ihr so einen Streukäse, damit das am Ende auch gut schmilzt. Und fokussiert euch auch auf die Ränder, denn da soll es natürlich schmelzen, damit es alles schön zusammenklebt. Dann müsst ihr es nochmal ein bisschen wenden, sodass euer Wrap auch ein bisschen braun wird. Ich muss ehrlich zugeben, meiner war noch ein bisschen blass. Ich hatte einfach so einen Hunger, dass es schnell gehen musste. Und dann könnt ihr es einfach mit einem Pizzaschneider in so kleine Dreiecke schneiden. Und dazu habe ich noch ganz frisch meine Guacamole gemacht. Die habe ich euch ja schon mal gezeigt in dem Video. Ist einfach nur Avocado mit Tomaten und Guacamole-Gewürz. Und es schmeckt super, super lecker. Kann man toll aus Resten machen und seine Familie oder Freunde beeindrucken. Eigentlich super easy, aber trotzdem sehr lecker. Ich habe übrigens eine Videofrage für euch. Schreibt mir mal in die Kommentare, wann ihr das letzte Mal Langeweile hattet. Also so wirklich richtig, dass ihr zu Hause saßt und gesagt habt, boah, ich kann gerade einfach nichts mit mir anfangen. Ich glaube, sowas hat jeder mal. Und dann sind solche Sachen einfach perfekt, weil man danach meistens auch so viel zufriedener ist, wenn man irgendwie was entweder Produktives gemacht hat oder einfach so seinem Kopf so andere Reize gegeben hat. Ist einfach wirklich so. Wenn ihr irgendwas von den Sachen nachmacht, vor allem, wenn ihr eure Klamotten aufpimpt, mit irgendwie Patches oder Stickern oder so, schickt mir unbedingt Fotos. Entweder auf Instagram per Direktnachricht oder ihr postet es in der Story oder einfach bei euch auf dem Account und ihr verlinkt mich, dann sehe ich das auch. Ich freue mich sehr darüber. Also werdet einfach kreativ, habt Spaß und ich freue mich, wenn ihr was nachmacht, weil das ist immer das coolste Gefühl eigentlich. Gebt mir gerne Feedback, ob ihr so ein Video nochmal sehen wollt und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!